Einen wunderschönen guten Morgen aus Hamburg. Es ist Mittwoch, der 12. April 2023. Mein Name ist Carlos Martin. Sie hören uns live aus dem Traders Lab Trading Raum. Wir bereiten uns auf unseren morgendlichen DAX Trade vor. Und wir haben die Big Number bei 15,7 oder nehmen die Big Number bei 15,6. Wir nehmen die untere, weil wir unterhalb des Daily Pivots sind, versuchen hier den Bereich mal einzulegen. Heute kommen Inflationszahlen aus Amerika raus. Wir sehen heute Morgen, es ist 8.42 Uhr, Ladies and Gentlemen, eine Box von 16 Punkten. Das heißt, wir haben nicht viel los. Es ist nicht aktuell viel los heute Morgen. Jetzt hoffen wir, dass um 9 Uhr ein bisschen die Volatilität reinkommt. Wo kommt die Volabox rein? Volabox wird erwartet bei 15,635, 30 Punkte tiefer. Ja, könnte durchaus sein, dass die Volabox heute die erste Box sein wird. Wir sind unterhalb des Daily Pivots. Ja, und das heißt, hier die Zielmarke oder es kommt diese orangene wird blau, dann würden wir die auch aktivieren. 8.53 Uhr, wir wechseln die Big Number und gehen in die Blue Box. Normalerweise, wie gesagt, würden wir die mit größerem Risiko treten, aber wir lassen heute das geringe Risiko und versuchen dann mal auf angepasst zu gehen, lassen aber jetzt erstmal laufen hier. 15er Box, 15.654. Ja, normalerweise, wie gesagt, mit 0,05. Das sind sehr exotische Boxen. Aber wir sind dicht beim Daily Pivot, dicht bei der Mittelnummer. Also, und ich habe keine Glaskugel. Lieber den ersten Trade vorsichtig machen. Schauen wir mal, ob wir ihn in den Gewinn bringen. So, eine Minute noch bis zum Start. Noch sind wir nicht ausgeführt. Eine sehr geringe Trading Range, 15,8 Punkte. Also normalerweise müsste gleich eine etwas größere Bewegung kommen. Wir haben eine durchschnittliche Trading Range von über 180 Punkten. Wir schauen einmal mal. Wir haben diese Woche viele Konjunkturzahlen aus Amerika. Ich gehe mal auf den 5-Minuten-Chart und schauen mal gestern von Tageshoch, Tagestief. Da sehen wir schon, 104 Punkte, das ist nicht viel. Auch schon die Vorindikation, wenn wir uns das mal vor dem anschauen, 6. April 156, 150, also da sind wir sehr, sehr gering. 21 Sekunden bis zur Markteröffnung. Neun Uhr. Long im ersten Trade. Long im ersten Trade. 5,670. Jetzt schauen wir mal, in welche Richtung es geht. Und wir sehen einmal oben, einmal unten eine Volabox. So, wenn wir oberhalb des Daily Pivots gleich gehen, dann würde ich hier oben die nehmen. Das sieht danach aus. Also nehmen wir die Big Number und wir haben den Trade nach Hause gebracht und
Wir sehen hier 8 Punkte, 9 Punkte zur Markteröffnung. Ich verabschiede mich bei den YouTubern. Das war der Eröffnungstrade. Wir machen jetzt im Live-Trading-Raum natürlich weiter und gehen auf die 15.7 mit der Vola-Box. Und wir hören uns morgen wieder.